Ein Strich hier und ein Strich dort. Hauptsache schön bunt. Das ist wahrscheinlich eine der ersten Assoziationen, die jeder mit Graffitis verbindet. Dass dahinter allerdings noch viel mehr steckt, konnten Schüler der Altkönigsschule und der Fürstenbergschule nun selbst erfahren und vor allem ausprobieren. Die Idee ist, dass wir Schulklassen und Jugendlichen eine legale Fläche zur Verfügung stellen, wo sie ihre Kreativität mit dem Medium der Spraydose und anderen Materialien Ausdruck verleihen können. Doch bevor es losgehen kann, müssen erstmal Grundlagen her. Die Kinder erfahren zuerst etwas über die Geschichte und Theorie des Graffiti-Sprayens. Dann wird endlich selbst zum Stift gegriffen. Jetzt heißt es Skizzen entwerfen, denn gut vorbereitet ist halb gesprayt. Ich habe hier ein bisschen versucht, die Schatten zu zeichnen und einmal so einen 3D-Effekt mit so einem riesen Kasten. Unter professioneller Anleitung heißt es danach ab ans Werk. Ans Kunstwerk, um genauer zu sein. 6 Graffiti-Künstler stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite, um die Jugendlichen bei ihren ersten Gehversuchen mit der bunten Dose zu unterstützen. Auch sie sind meist früh der Faszination Graffiti erlegen. Ich habe mit 17 angefangen und ich kam durch die Medien dazu. Ich habe Kinofilme gesehen, habe in Magazinen Graffitis gesehen und habe gesagt, okay, das will ich auch machen. Ja, und dann blieb mir sozusagen ja gar nichts anderes übrig, als rauszugehen und das auszuprobieren. Und in den 80ern war das halt eben einfach damals so, dass man das einfach ausprobiert hat. Und dieses Wissen, was wir jetzt damals über, ja, jetzt schon 30 Jahre sozusagen angesammelt haben, geben wir ja auch weiter, weil da ist ja mittlerweile eine ganze Technik entstanden und eine ganze Industrie daraus geworden. Nach einer kurzen Einführung bereiten sich alle endlich auf den praktischen Teil vor. Maske aufgesetzt und zur Dose gegriffen. Die 9- und 10-Klässler dürfen sich nun an den Wänden des ehemaligen KfW-Bürogebäudes austoben und dabei hoffentlich eine ruhige Hand bewahren. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es macht Spaß, die Wand anzumalen, mit den Spraydosen ein bisschen rumzusprühen, weil ich sowas ja noch nie gemacht habe. Also von daher. Wer jetzt Interesse bekommen hat, sich selbst an der Spraydose auszuprobieren, die Graffiti-Akademie steht Schulklassen, Einzelpersonen und Familien vom 15. bis 28. April offen. Das alte KfW-Gebäude wird dann 14 Tage lang zur urbanen Leinwand.